Hallihallo zu Mathematik macht Freunde und beim Videokurs zu Umkehrfunktionen. Mein Name ist David, ich darf dir in diesem Video nun zeigen, wie man in einem Kontext eine ganz konkrete Umkehrfunktion auch bestimmen kann, rechnerisch. Wenn du die vorhergehenden Videos schon gesehen hast, 4 an der Zahl, hast du gesehen, es gibt ein paar allgemeine Dinge, die wir im Kopf behalten sollten. Und im Video Nummer 4 haben wir ja bereits eine Umkehrfunktion bestimmt, auf grafische Art und Weise. Und heute werden wir das eben auf eine algebraische Art und Weise machen. Zu dieser Videoreihe gibt es auch ein Arbeitsblatt, das findest du unter dem Link, den du rechts unten siehst. Und dort kannst du mitunter auch die Links zu den anderen Videos dieser Reihe erreichen, wenn du sie nicht bereits auf YouTube gefunden hast. Die Aufgabenstellung dieses Videos kennst du in ähnlicher Form vielleicht schon aus dem Mathematik- oder aber auch aus dem Physikunterricht. Es geht um einen fallenden Gegenstand im Schwerefeld der Erde. Genauer gesagt um einen Bleistift, den ich zum Zeitpunkt 0 aus einer Höhe von 2 Metern fallen lasse, und wir untersuchen jetzt die Situation mit Hilfe der Funktionen. Hier ist auch schon eine Funktion gegeben, eine Funktion h, die die Höhe abhängig von der vergangenen Zeit beschreibt. Das heißt, wie hoch über dem Boden befindet sich der Bleistift nach t Sekunden nach dem Fallenlassen. Eine kurze Erinnerung oder ein Ausblick an all jene, die das noch nicht gesehen haben. Diese Funktion lässt sich im Allgemeinen auch darstellen als Höhe zum Zeitpunkt 0, also h0, minus die Beschleunigung des Schwerefeldes mal t² halbe. Und wir wissen, die schwere Beschleunigung der Erde ist ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat, und so kommen wir auf diese Formel. Die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist ganz einfach. Wir überlegen uns, wann erreicht denn der Bleistift den Boden, und im Kontext der Funktionen dann allerdings, welchen Definitionsbereich oder vielleicht auch Wertebereich, wenn ihr ein bisschen mehr machen wollt, muss diese Funktion haben, dass das Ganze im Kontext noch einen Sinn ergibt. Die zweite Frage ist ähnlich, allerdings wollen wir wissen, wann der Bleistift in 1 Meter Höhe ist und nicht am Boden. Und an dieser Stelle will ich dir auch ganz kurz die Zeit geben, darüber nachzudenken, es vielleicht selber zu probieren, und ich bin mir sicher, du hast ähnliche Dinge schon einmal ausprobiert. Daher drücke jetzt auf Pause und nimm dir 5 Minuten Zeit, und dann gehen wir das gemeinsam durch. Ich hoffe, du hast ein paar Erkenntnisse gewinnen können oder die Aufgabe sogar lösen. Wir sehen uns jetzt an, wie man es machen würde. Die Art dieser Aufgabenstellung, die kennst du bereits seit einigen Jahren unter dem Namen Umkehraufgabe. Und in diesem Fall suchen wir nichts anderes als den Zeitpunkt t, oder ich nenne ihn jetzt hier ta, bei dem die Höhe den Wert 0 hat. Also 0 Meter über dem Boden wäre genau der Boden. Nachdem die Höhe der obigen Funktionsgleichung folgt, muss ich aber diese 0 auch berechnen können nach 2 minus 5 mal diese gesuchte Zahl ta zum Quadrat. Nun haben wir eine einfache algebraische Gleichung, genauer gesagt eine quadratische Gleichung, die wir mit bekannten Mitteln lösen können. In einem ersten Umformungsschritt könnte ich etwa diese 5ta² addieren auf beiden Seiten der Gleichung, da kürzen sie sich rechts weg und es verbleibt die Gleichung 5ta² ist gleich 2. Wie es jetzt weitergeht, das wissen wir auch. Wir teilen durch 5, oder man könnte auch sagen, wir multiplizieren mit dem Kehrwert 1/5. Dann kürzt sich auf der linken Seite wegen 1/5 mal 5 gleich 1 diese lästige Zahl weg und es verbleibt nur ta², und auf der rechten Seite stehen die 2/5. In einem letzten Schritt, um auf diese gesuchte Zahl ta umzuformen, würde ich jetzt noch die Wurzel ziehen. Aber Vorsicht, bei Gleichungen von diesem Typus hätte ich zwei mögliche Lösungen. Einmal die Wurzel mit einem positiven und einmal mit einem negativen Vorzeichen. Die Wurzel selbst ist ja immer eine positive Zahl. Nun können wir aber in diesem bestimmten Kontext eine der beiden Lösungen gleich ausschließen, und zwar die negative. Warum? Weil wir natürlich die Zeit erst zum Zeitpunkt 0 starten lassen. Das ist der Zeitpunkt, wo wir den Bleistift fallen lassen. Das heißt, eine Lösung davor, also vor diesem Zeitpunkt 0, würde gar keinen Sinn ergeben. Damit haben wir auch schon alles, was wir brauchen, um den Definitionsbereich hinschreiben zu können. Dieser wäre dann klarerweise der Zeitbereich von 0 bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bleistift am Boden aufschlägt, also zum Zeitpunkt plus 2/5. Das Plus müssen wir natürlich nicht hinschreiben. Wer sich für den Wertebereich Gedanken gemacht hat, wird vielleicht schnell erkannt haben, dass in diesem Fall Höhenwerte von 0 bis 2 zulässig sind,
weil er der Bleistift bei 2 Meter Höhe startet, bis zum Boden fallen kann und nicht tiefer. Und da er keine Bewegung nach oben macht, ist 2 sicherlich der höchste Wert. Aufgabe 2 ist ebenfalls sehr ähnlich. Hier fragen wir uns nämlich, zu welchem Zeitpunkt, den ich jetzt hier TB nenne, hat denn die Funktion h den Wert 1 Meter? Und gleich wie vorher muss ich das berechnen können, gemäß 2 minus 5 mal in dem Fall TB zum Quadrat. Die Gleichung ist jetzt hier nicht wesentlich komplizierter als in der Aufgabe 1. Wir lösen im Wesentlichen mit den gleichen Schritten. Einen kleinen Zwischenschritt muss ich einbauen, denn dieser 1er auf der linken Seite, der stört mich auch noch ein wenig. Den könnte ich, nachdem ich 5TB Quadrat addiert habe, noch zusätzlich die 1 abziehe. Oder so, wie man es vielleicht in der Unterstufe mal gehört hat, ich bringe 5TB Quadrat nach links und den 1er nach rechts, dann bleibt auf der rechten Seite 2 minus 1 gleich 1 stehen. Analog zu vorher könnte ich jetzt hier wieder mit 1 Fünftel multiplizieren und wir kommen auf die quadratische Gleichung. TB Quadrat ist gleich 1 Fünftel und wieder wie zuvor ziehe ich jetzt hier die Quadratwurzel mit dem Gedanken natürlich, dass ich nur positive Zeitwerte haben darf. Das heißt, hier bekomme ich dann plus die Wurzel aus 1 Fünftel. Bevor wir uns der wichtigsten Fragestellung dieses Videos zuwenden, ordnen wir aber ein wenig unsere Gedanken. Hier ist noch einmal der Kontext formuliert. Wir haben diese Funktion, die die Höhe abhängig von der Zeit beim fallenden Bleistift darstellt. Und wir können das Ganze ja auch, wenn wir die Funktionsgleichung haben, als Funktionskraft darstellen. Das ist hier auf der linken Seite gemacht. Hier in Blau haben wir die Funktion h gemäß der Gleichung h von t gleich 2 minus 5 mal t Quadrat. Was wir hier direkt erkennen können, die Höhe 0 erreichen wir bei etwa 0,63 Sekunden. Das entspricht dem Wert von Wurzel aus 2 durch 5. Und wer mir das nicht glaubt, der kann natürlich den Taschenrechner des Vertrauens konsultieren. Ebenfalls vertreten ist dieser Wert hier, den wir an dieser Stelle des Graphen ablesen können, hier unten bei etwa 0,4 und ein wenig. Das wäre Wurzel aus 1 Fünftel, das haben wir auch berechnet, hier wäre die Höhe genau 1 Meter über dem Boden. Auf der rechten Seite in Violett, hier ist nun der gespiegelte Funktionsgraph aufgetragen und aus dem vorhergehenden Video wissen wir bereits, das entspricht dann der Umkehrfunktion, sofern diese existiert und keine Problemchen verursacht. Das ist hier unter anderem in zwei Funktionsgraphen eingetragen, da wir hier verschiedene Einheiten bei den Argumenten und Funktionswerten haben. Wenn wir die identischen Fragestellungen von zuvor beantworten wollten und diese Umkehrfunktion schon gezeichnet hätten, naja, dann könnte ich zum Beispiel hierher gehen und sagen, die Höhe 0 wird erreicht bei 0,63 Sekunden oder die Höhe 1 wird erreicht bei ungefähr 0,45 Sekunden. Das wäre hier möglich. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir denn zu so einer Umkehrabbildung, wenn wir das wirklich nur ausrechnen wollen? Und damit werden wir uns jetzt zum Abschluss noch beschäftigen. Auch hier will ich dich wieder auffordern, vielleicht selbst kurz darüber nachzudenken und das zu probieren. Nimm dir da ruhig 5 Minuten Zeit und dann sehen wir uns gleich bei der Auflösung. Wenn du es selbst versucht hast, wirst du vielleicht bemerkt haben, dass wir hier im Wesentlichen die gleichen Schritte wie zuvor machen, nur dass wir hier nicht die Zahl 1, sondern ganz allgemein die Höhe h stehen haben. Wenn wir diese Gleichung bei Aufgabe 3 betrachten, dann sehen wir, ich kann hier, und ich mache das jetzt vielleicht hier in zwei Schritten, ich kann hier zunächst die 5t² addieren, dann steht dort h plus 5t² ist gleich 2. In einem nächsten Schritt, um diese gesuchte Zahl oder Variable t zu isolieren, würde ich die Zahl h subtrahieren, also minus h, dann verschwindet das h von der linken Seite und es verbleibt 5t² ist gleich 2 minus h. Hier erinnern wir uns auch, h, also die Höhe, ist ja gemäß unserer Wertemenge aus der ersten Aufgabe eine Zahl zwischen 0 und 2, das heißt 2 minus h ist sicherlich positiv.
Wenn wir hier nun noch durch 5 dividieren oder mit ein Fünftel multiplizieren, dann bekommen wir t² ist gleich 2 minus h durch 5, also eine positive Zahl durch 5 ist wieder eine positive Zahl. Und in einem letzten Schritt würde ich jetzt hier noch die Wurzel ziehen. Wir haben schon bemerkt, Wurzel von einer positiven Zahl ist nicht problematisch. Und was wir hier auch machen dürfen, wir dürfen die negative Lösung dieser Gleichung ausschließen, da unsere Zeitwerte stets größer gleich 0 sind. Und damit kommen wir zu einer schönen geschlossenen Form für die Zahl t abhängig von h. Und das Ganze kennst du auch schon seit ein paar Jahren. Hier wollen wir das aber verpacken in den Kontext einer Umkehrfunktion. Und da ist keine Arbeit mehr zu tun, die steht eigentlich schon da. Denn bei der gesuchten Umkehrfunktion wollen wir schließlich wissen, was ist die Zeit t abhängig von h, siehe links. Und das ist genau diese Wurzel, die wir hier errechnet haben. Also 2 minus h geteilt durch 5. Und wenn wir zurückdenken an die Aufgabe 1 und die Aufgabe 2, dann müssten wir für die Höhe h 0 bzw. 1 einsetzen und würden die gleichen Ergebnisse bekommen wie bereits zuvor gemacht. Was können wir nun daraus mitnehmen? Wenn eine Funktion durch eine Gleichung gegeben ist, dann können wir die Umkehrfunktion bestimmen, indem wir die einfach algebraisch umformen auf die Variable der ursprünglichen Funktion. Das wäre in diesem Fall t. Immer ist das nicht möglich. Hier geht das natürlich und in der Schule, also bei Funktionen, die du in der Schule kennenlernen wirst, ist das in den meisten Fällen ebenso möglich. Eine Sache müssen wir noch beachten. Wir haben jetzt hier eine Formel stehen für t in Abhängigkeit von h. Dazu müssen wir natürlich wissen, welche Werte diese Variable h annehmen darf. Das heißt, was der Definitionsbereich der Umkehrfunktion ist, das haben wir aber eigentlich schon beantwortet, indem wir die Wertemenge der Funktion h betrachtet haben. Wir erinnern uns, h war im Intervall von 0 bis 2 und das ist nun die Definitionsmenge dieser Umkehrfunktion. Und jetzt könnt ihr euch es auch schon denken, t von h, also die Funktionswerte der Umkehrfunktion, sind dann die in der ursprünglichen Definitionsmenge, also zwischen 0 und Wurzel 2 Fünftel. Damit will ich mich jetzt auch schon aus dem Video verabschieden. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich. Im kommenden Video machen wir hier noch weiter, sehen ein zusätzliches Beispiel, bevor wir dann diese Videoreihe in einem allerletzten Video noch kurz abschließen. Da geht es dann um Winkelfunktionen. Ich freue mich schon darauf. Bis zum nächsten Video und in der Zwischenzeit alles Gute beim Lernen.